Und wir stehen jetzt gerade am Shinkansen Gate in Omiya. Und zwar habe ich mir den Tokyo White Pass gekauft. Das ist wieder ein super tolles Zugticket, was es hier gibt. Wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann mache ich da wieder ein extra Video drüber oder so. Und wir fahren jetzt erstmal nach Takasaki. Das liegt in der Gunma-Präfektur. Und es ist für mich das erste Mal, dass ich Shinkansen fahre, denn eigentlich ist das mega teuer. Aber mit diesem Ticket kann man sich das mal leisten. Ich bin jetzt in Takasaki angekommen und war erstmal bei der Touristeninformation. Die haben mir gefühlt 20.000 Zettel in die Hand gedrückt. Aber das ist ganz gut, denn da ist der Busfahrplan sozusagen für die lokalen Busse hier noch drauf. Und ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal zu einem Schrein fahren, dann weiter zu einem See an einem Berg, auf einem Berg. So richtig habe ich das noch nicht verstanden. Und hinterher weiter, vielleicht noch bei einem Onsen anhalten und reingehen, wenn ich noch Zeit habe, und dann am Ende zurück nach Shibukawa zum Bahnhof fahren, also zurück in Anführungsstriche, denn von Shibukawa geht es dann wieder hierher nach Takasaki und dann zurück nach Tokio und dann zurück nach Kofu. Also mal sehen, ob das alles so klappt, wie ich mir das heute vorstelle. Hinter mir ist jetzt der Haruna-Schrein und zwar ist der von der Haltestelle noch mal ungefähr 25 Minuten entfernt. Es lohnt sich aber auf jeden Fall hier rauf zu gehen, denn da sind sehr viele kleinere Tempel, Schreine überall am Weg. Und man merkt hier sehr stark, dass es mal eine Zeit gab, wo der Buddhismus und der Shintoismus sich vermischt haben. Und das halt dann nachträglich wieder getrennt wurde. Trotzdem ist das hier ein shintoistischer Schrein. Und zwar gibt es am Mount Haruna, am Mount Akaki und am Mount Myogi jeweils einen Schrein, die mehr oder weniger zusammengehören. Und dieser Schrein hier richtet sich an die Götter für Feuer, Wasser und für Landwirtschaft. Und ich versuche jetzt den Bus in 20 Minuten zu erschaffen und dann weiter zum See zu fahren. Also ganz schnell wieder runter und weiter geht's. So sehen übrigens japanische Bushaltestellen aus. Minimales kleines Schild, ein sehr, sehr begrenzter Zeitplan, weil Busse gefühlt nur einmal die Stunde kommen und das war's. So, ich bin jetzt am Mount Haruna angekommen und also an dem See auch. Und das Ding ist, der Fußweg da drüben, da, der ist voller Eis und Schnee, also richtig hoch. Und der Fußweg hier ist nicht wirklich ein Fußweg, aber ich wollte eigentlich halt mal um den See drumherum laufen. Deswegen machen wir das jetzt einfach trotzdem. Ich habe mir jetzt noch ein sogenanntes Oyaki Kurumi geholt. Also Kurumi heißt Walnuss, steht auch drauf geschrieben. Und Oyaki heißt eigentlich irgendwas wie gebraten oder so, frittiert, keine Ahnung.
Beste im Winter in Vending-Maschinen ist, dass immer hier, wo da steht Atatakai, sind warme Getränke drin und dann kann man sich was Warmes holen und daran seine Hände wärmen. Ich stehe jetzt wieder an der Bushaltestelle und jetzt geht es weiter nach Ikaho, da der Bus noch nach Winterbusfahrplan fährt. Das heißt, nur alle 2 Stunden anstatt einmal die Stunde werde ich es wahrscheinlich in Ikaho nicht mehr in den Onsen schaffen, dadurch, dass ich halt zum Schrein gegangen bin. Aber das ist okay, weil der Schrein war sehr, sehr schön und es ist kalt und ich hoffe, der Bus kommt gleich, denn ihr müsst jede Minute ankommen. Jetzt sind wir in Ikaho, wo ich eigentlich in den Onsen gehen wollte, weil das eben aber schon der letzte Bus war, der überhaupt gefahren ist. Bin ich halt jetzt direkt zur Endhaltestelle gefahren, damit ich dann gleich nach Shibukawa weiterfahren kann, wo dann der Zug zurückgeht. Es ist schade, dass ich hier jetzt nicht mehr so viel Zeit habe und ich hätte aber nicht später zu dieser Haltestelle fahren können. Deswegen geht es jetzt halt direkt dann weiter nach Shibukawa in 10 Minuten und hier ist es irgendwie kalt. Sehr kalt, aber vielleicht bin ich einfach nur durchgefroren, weil ich den ganzen Tag schon unterwegs bin. Ich bin jetzt gerade in dem Gasto und anstatt, dass sie mir da so ein Einzel- bzw. Zweisitzer drüben gegeben haben, haben sie mir einfach alleine einen kompletten Vierersitz gegeben, aber läuft. Ich bin jetzt gerade in Shibukawa am Bahnhof und steige jetzt in den Zug zurück nach Takasaki und dann nach Tokio und dann nach Kofu. 4 Stunden Zugfahrt, egal. Hier in Shibukawa am Bahnhof gibt es keine Anzeigen, sondern nur ein Japaner, der auf Japanisch durchsagt, wann und am welchen Gleis welcher Zug kommt. Für den Notfall stehen aber auf jeden Fall die Linien nochmal dran und es steht auch halt sozusagen die Endhaltestellen und alles dran. Also man kommt damit schon klar, man sollte nur vorher die Zeit genau wissen, also die Zeit sich aussuchen. Aber dann läuft das schon. Und jetzt geht's mit dem Shinkansen weiter nach Tokio. Und ich wollte nochmal so ein kleines Feedback zu Gunma geben. Im Endeffekt wohne ich ja auch in Kofu in einer relativ ländlichen Gegend und so viel unterscheidet sich es eigentlich prinzipiell nicht. Aber irgendwie hat Gunma nochmal eine ganz andere Atmosphäre als Yamanashi und es ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert, vor allen Dingen, weil es nicht so eine überlaufene Touristenregion ist. Also japanische Touristen gibt es schon, aber nicht so viele ausländische Touristen. Also auf jeden Fall mal hinfahren. Und damit beende ich den Vlog jetzt auch. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Blumen sehen übrigens aus wie Kohl. Und als mein Bruder hier war, meinte er, das ist Blumenkohl.